Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus und ich freue mich, heute nochmal ein Video machen zu dürfen. Es ist die Tatsache, dass eine Verkündigung ist immer ernst zu nehmen. Es handelt sich hier um das Wort Gottes. Und das geht mit großer Verantwortung voraus. Man kann nicht einfach von sich her was rausnehmen, weil man trägt Verantwortung für jedes Wort, was aus unserem Mund ausgeht. Deswegen ist oft besser, wenn man schweigt, wenn man nicht sicher ist. Ich weiß, dass meine Meinung nicht für allen gut ist. Aber es ist mir klar, dass Jesus auch nicht verstanden worden ist. Umso mehr auch Paulus ist nicht verstanden worden, sogar von den großen Aposteln, wie Petrus das schreibt, Paulus ist schwer zu verstehen, schwer verständlich. Deswegen wundert mich nicht, auch wenn manche nicht eins verstehen mit das, was ich verkündige. Und ich bemühe mich im Gebet auch vor dem Herrn, das zu verkündigen, was auch in das Herrn, in das Wort des Herrn geschrieben ist, was der Herr mir durch den Geist offenbart hat. Und das, was er mir offenbart hat, ist auch gut zu teilen. Und ja, ich habe in der letzten Video, in den ersten Teil, Jesus und das Gesetz erklärt, was für mich für große Bedeutung ist, es zu verstehen, dass Jesus, der Christus, der Leitfaden ist für die ganze Schöpfung. Es war nicht mal ein Grashalm geschaffen worden für jemand anders. Alles, was geschaffen worden ist, ist für und in den Christus geschaffen. Jesus war immer derjenige, der zwischen Gott, der Vater und Gott und der Mensch stand. Ihn hat Gott, der Vater, auserwählt und er hatte die Möglichkeit, durch Gottes Kraft mit dem Menschen auch persönlich Kontakt aufzunehmen, aber auch Fleisch zu werden und für uns zu sterben. Es ist das Problem, viele sagen, das Gesetz, was Mose gekriegt hat, das hat Gott geschrieben. Und das ist auch richtig. Das ist ein Gesetz, ein Gebot vor Gott her. Und diese Gebote, meine Lieben, das sind Eigenschaften Gottes. Das sind Gebote aus Gott her, was kein Mensch erfüllen konnte, allein der Mensch Jesus Christus, der aus Gott geboren ist, weil wir wissen, dass Jesus nicht aus Mannes Willen geboren ist, sondern aus Gottes. Das vergessen viele. Leider sehr viele vergessen das.
Die Tatsache ist, dass viele vergessen, dass immer, wenn Gott in dem Sohn, durch den Sohn, einen Volk oder aus den Nationen Menschen auserwählt, dann geht er einen Bund mit ihnen ein. Deswegen in 1. Korinther 11 erwähnt Paulus das, was Jesus Christus selber sagt, als er über das Brotbrechen spricht. Da sagt er, das ist mein Blut, mein eigenes Blut, das neue Bund. Das heißt, dass nicht das alte Bund, sondern ein neues Bund. Gott, wenn jemand auswählt, dann schließt er einen Bund mit ihm. Mit Abraham hat er einen Bund geschlossen und dieser Bund hat seine Voraussetzungen gehabt. Das waren aber nicht gebunden mit den 10 Gebote Mose. Jakob, Isaac, mit allen hat er diesen Bund geschlossen. Was aber viele vergessen, ist es, dass Gott in seinen Sohn Israel auserwählt hat und Israel als Volk aus den ganzen Geschlechter und Nationen. Er hat sie erwählt. Lasst mich mal lesen aus Amos Brief etwas. Amos 3, das schreibt, hört dieses Wort, das der Herr über euch redet, ihr Söhne Israel, über das ganze Geschlecht, das ich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Andere Übersetzungen, und es ist auch richtig so, auserwählt, also erkannt oder auserwählt. Darum werde ich an euch alle eure Sünden heimsuchen. Gehen etwa 2 miteinander, außer wenn sie zusammengekommen sind? Israel war derjenige, der auserwählt worden ist aus dem ganzen Geschlecht. Und jetzt ist so, Israel gehörte Gott. Jesus als Verwalter. Deswegen konnte Jesus sagen, wie oft habe ich gewollt, wie eine Henne seine Hündchen zusammenzubringen. Und ihr wolltet es nicht. Es war Gottes Plan, Israel zu berufen. Und jetzt hat er Israel berufen. Und wir vergessen oft, dass das Miteinander mit Gott ist so wie eine Ehe. Wir sehen im Leben Jesus, dass Jesus gehorcht den Vater, wie die Frau den Mann. Paulus sagt deutlich in den Korintherbrief, dass Gott ist das Haupt Christus. Das heißt, dass das Gesetz des Christi ist der Haupt, also Gott. Gott ist das Gesetz Christi. Aber die Gemeinde hat als Haupt den Christus. Das heißt,
dass Christus ist das Gesetz der Gemeinde. Und solange das Haupt lebt, muss die Gemeinde nach dessen Gesetz leben. Das sagt Paulus deutlich. Ein Augenblick. In Römer 7, 2. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Aber Christus lebt in Ewigkeit, deswegen ist für die Ewigkeit gedacht, dass die Gemeinde der heutigen Zeit gebunden ist an das Gesetz des Hauptes. Und das ist der Christus. Und das sollen wir nicht mit dem Jesus, was den Juden gehört, Stamm David, der Löwe aus dem Stamm David. Jetzt ist es so, Gott beruft Israel und legt einen Bund fest. Er legt einen Bund fest. Und dieser Bund besagt, was soll Israel tun, um Israel gefallen zu haben an seinen Gott. Wenn Israel diesen Gesetzen nachgeht, ist sie wohlgefällig ihrem Gott und lasst mich so sagen, ihren Mann. Israel wurde berufen aus dem ganzen Geschlechter und nicht die Geschlechter haben das Gesetz Mose gekriegt, sondern nur Israel allein. Dieses Gesetz wurde nur für Israel gegeben. Und wir wissen aus dem Alten Testament, dass alle, die in diesem Gesetz gelebt haben, mussten beschnitten werden. Aber heute, die nach diesem Gesetz laufen, wer beschneidet sich denn? Und Paulus sagt, wer sich nach diesem Gesetz orientiert, ist aus der Gnade rausgefallen. Und dennoch sind Christen, die sagen, das Gesetz, das ist es, was wir brauchen. Nein. Und ich möchte das weiter erklären, warum nicht. Als Jesus auf diese Welt gekommen ist, meine Lieben, was hat er immer gesagt? Ich bin nur für die Juden, für Israel, für die meinen gekommen. Als er auch die 12 aussendet, er sendet sie nur aus zu den 12 Nationen der Juden. Die 12 gehen nicht in die Welt zu den Nationen raus, sondern zu den Seinen und zu denen erklärt er, dass das Reich Gottes nahe ist. Die wollten es aber nicht annehmen. Der Herr hat in der Alten Testament sehr oft gesagt, wie abtrünnig Israel ist. Wie abtrünnig Israel ist. Israel wird in den Alten Testament in vielerlei Arten benannt. Einmal wird er als Augapfel Gottes genannt, dann als Küken und Kinder und Schafe.
Er wird auch als Weinrebe genannt. Aber was viele vergessen, er wird als Frau genannt. Israel wird oft als eine Frau genannt. Es ist ein Bund der Ehe mit Israel, in dem Israel als Frau dargestellt wird, die ihren Mann gegenüber untreu ist, das ganze Leben lang. Sie betreibt Hurerei über Hurerei. Und viele denken dran auf diese Ereignisse nicht. Das Volk betreibt Hurerei und Gott hat es satt, das sich anzuschauen. Wer möchte schon als Mann eine Frau haben, die immer fremd geht? Die Hurerei war damals der einzige Scheidegrund eines Mannes oder eines Frau. Die Hurerei war der Grund der Steinigung. Wir wissen, als Jesus hier auf dieser Erde war, haben die Schriftgelehrten ihm eine Frau vorbeigebracht, die bei der Hurerei erwischt war. Und die haben gesagt, nach dem Gesetz müssen wir sie steinigen. Und Jesus sagt da natürlich, wer ohne Sünde ist, soll das tun. Wir sehen auch hier, dass Jesus bricht das Gesetz. Er bricht das Gesetz. Weil das Gesetz schreibt, dass man soll steinigen und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, soll steinigen. Jesus bringt was Neues. Etwas, was damals die Schriftgelehrten gar nicht geahnt und geträumt haben. Und in diesem neuen leben wir. Aber wir wollen das nicht haben. Nein, wir laufen nach unseren eigenen Idealen. Und das ist leider falsch. Wir merken gar nicht, wie sehr wir aus der Gnade daraus rausfallen. Das Gesetz ist aus Gott. Und das ist wunderbar, das sagt Paulus im Römerbrief, das Gesetz ist wirklich toll. Aber darauf komme ich noch. Israel ist die Frau, mit dem Gott ins Bund geht. So weit geht es, dass in Jesaja 50,1 sagt der Herr, so spricht der Herr, wo ist denn der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? Oder, ein Augenblick, oder wer ist es von meinen Gläubigen, dem ich verkauft hätte? Siehe, eure Sünden wegen seid ihr verkauft und wegen euer Verbrechen ist eure Mutter entlassen. Die Mutter ist Israel. In Jeremia 3, Vers 8 sagt der Herr, und siehe, sah auch, dass ich Israel, die Abtrünnige, eben deshalb, weil sie die Ehe gebrochen, entließ und ihr den Scheidebrief gab. Doch ihre Schwester Juda, die Treulose, fürchtete sich nicht, sondern ging hin und trieb selbst auch Hurerei. Es sind Bibelverse, was viele nicht ernst nehmen, sondern sie sagen Gesetz, Gesetz und ist schön. Und es ist wirklich schön. Aber Israel als Frau des Herrn hat Hurerei getrieben und der Herr hat sie verworfen. Und das wissen wir. 70 nach Christus
ist Israel von der Erdbodenfläche verschwunden, so wie es Gott vorhergesagt hat. Erst jetzt, zu dem Ende der Zeit, vor der 70. Jahrwoche, wie bei Daniel die 70 Jahrwochen erklärt wird, vor der Entrückung der Gemeinde wird Israel wieder zusammen. Sie ist jetzt schon zusammen. Und in Hosea sagt er, in dem zweiten Jahr wirst du sie beleben und am dritten Jahr aufrichten. Das heißt, in der dritten Jahr, also in der 70. Jahrwoche, wird Israel aufgerichtet werden. Wird aufgerichtet werden. Und wenn Israel wieder berufen worden ist, sagt in Jeremia 31,3, sondern das ist das Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde. Ich werde einen neuen Bund schließen mit ihnen. Das Alte gilt nicht mehr. Aber das nehmen viele auch heute nicht ernst. Wir sind doch Bibelleser. Da sagt er, ich gebe ihnen ein neues Herz. Hesaja 36, 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euren Inneres geben. Und ich werde den steinernen Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Und das geht mit dem neuen Bund, wie in Jeremia 31,3, aber nicht nur geschrieben ist. Das geht mit diesem neuen Bund, was Gott schließen wird, zu Ende der Zeit hin. Und das ist in der 70. Jahrwoche, bitteschön. Das alte Bund, was er geschlossen hat, ist Vergessenheit. Natürlich, das alte Bund, das Gesetz Mose, es ist nicht verschwunden. Das werde ich auch bald gleich erklären, warum. Aber dieses Bund, dieses Gesetz ist nur für Israel gedacht. Und da kein Jude war, der das Gesetz erfüllen konnte, da es kein Mensch auf dieser Erde war, ist Jesus für die Seinen gekommen. Die Seinen haben aber ihn verworfen. Pilatus sagt in Johannes 18, 31, richtet ihn nach eurem Gesetz und nicht nach unserem heidnischen Gesetz. Nach eurem Gesetz. Ihr habt doch eure Gesetze, macht doch, wie ihr wollt. Und die schreien, nein, richte ihn nach eurem Gesetz, kreuzige ihn. Israel wurde den Scheidebrief gegeben. Aber Gott geht weiter. Jesus stirbt für seinen Volk. Und Paulus sagt deutlich, dass ist der Mann gestorben, so ist die Frau frei von dem Mannesgesetz. Römer 7, wieder 2. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden. Durch den Gesetz Mose war Israel an Christus, an Jesus gebunden, an Gott gebunden. Und da Jesus gestorben ist, solange er lebt, aber Jesus ist gestorben. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Und meine Lieben, Israel hat heute kein Gesetz. Sie wird aber ein neues Bund haben. Ein neues Bund. Ist Christus Jesus gestorben für seinen Volk in erster Reihe, dass er sie wieder aufnehmen kann
in voller Macht und Herrlichkeit. Und er sagt, ihr werdet sehen, wenn er wiederkommt, den, den ihr gekreuzigt habt, und ihr werdet weinen. Aber er sagt auch, er werde sie wieder aufrichten. Er wird ihnen ein neues Herz geben und ein neues Bund geben. Und er wird herrschen. Und Jesus sagt selber, ich werde euer Gott sein. Euer Gott. Nicht der Nationen, sondern der Juden in erster Reihe. Und ihr werdet mein Volk sein. Jesus ist gestorben. Und in Römer 10, 4 sagt Paulus deutlich, Christus ist das Gesetzesende. Christus ist das Gesetzesende. Wenn Paulus sagt, dass Christus das Gesetzesende ist, das heißt, das Gesetz hat keine Gültigkeit mehr nach dem Tod Christi. Aber wir wollen das nicht ernst nehmen. Meine Lieben, lasst mich mal was lesen aus Römer 13, 10. Da sagt Paulus, ich lese 13,8 schon, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Der, wen der anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Opa, wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Lasst uns weiterlesen. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist es in diesem Wort zusammengefasst. Lass uns weiterlesen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wie hat Jesus das Gesetz erfüllt? Nicht durch die Liebe. Er hat jeden Mensch geliebt. Gott hat die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, errettet werden. Dich auch, mich auch. Und wir reden, wir brauchen Sabbat, wir brauchen die Gebote, wir brauchen Gesetze. Nein. Habt ihr mal 1. Korinther 13 gelesen, was die Liebe eigentlich ist? Die Liebe in Christus, nicht die Liebe des Menschen, die Liebe Christus, die in uns erfüllt, durch den Geist, erfüllt mehr als nur das, was das Gesetz sagt. Man hatte, glaube ich, ausgerechnet, es sind, glaube ich, über 300 Gesetze oder so, oder 600, und die Liebe erfüllt über 800 oder so. Die Liebe erfüllt mehr. Die Liebe erfüllt alles, was Gott von einem Menschen erwartet. Und deswegen sagt Paulus deutlich, wer nach dem Gesetz lebt, ist vom Christus weggefallen, ist aus der Gnade weggefallen. Überleg dir mal. Paulus sagt deutlich, das Gesetz ist nicht schlecht. Aber lasst uns mal sehen, 1. Korinther 15, 56. Da sagt Paulus, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Willst du immer noch nach dem Gesetz leben?
Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Das Buchstabe, was Gott geschrieben hat, tötet, wenn du es nicht erfüllen kannst. Nur, und ich sage hier nur so wie Paulus, wenn ich mit Christus gestorben bin, wenn lebe nicht mehr ich, sondern der Christus in mir, kann das Gesetz durch die Liebe erfüllt werden. Wir sind nicht gebunden am Feiertag. Wir haben mit Israel in dem Sichtgang nichts zu tun. Weil Israel gehört jetzt noch zu den Nationen. Es gibt kein Israel für Gott. Jetzt in der Gnadezeit. Jetzt gibt nur die Nationen. Und da ist Israel mit im Begriff. Aber wer kapiert es? Es sind so viele Israel-Fans, ich bin auch ein Israel, ich freue mich. Warum? Weil das ist ein Zeichen, dass Jesus bald wieder kommt. Das ist ein Zeichen der Zeit, eine Erfüllung der Prophezeiungen, was zeigt, dass Jesus bald wieder kommt, weil die 70. Jahrwoche bald anfängt. Aber nicht mehr und nicht weniger. Und ich weiß, dass Israel wieder berufen wird. Als Jungfrau. Warum? Weil Gott wird sie reinigen, sie heiligen. Meine Lieben, ihr müsst es selbst entscheiden. Ihr habt die Schriften. Ihr müsst mir nicht glauben. Ihr könnt aber selbst prüfen, ob das so sich verhält. Des Mannes Gesetz gilt nur so lange der Mann lebt. Und Jesus ist gestorben. Und somit ist dieser Gesetz endgültig aufgehoben. Somit konnte Paulus sagen, Christus, nicht Jesus, er benutzt absichtlich diesen Ausdruck, Christus, diesen Namen, Christus. Nicht Jesus ist das Ende des Gesetzes, sondern er sagt, Christus ist das Gesetzesende. Wer nachlesen will, nochmal in Römer 10, 4. Es gibt kein Gesetz. Und wer seine Gnade, die von Gott gegeben wird, belasten will mit verschiedenen jüdischen Traditionen, das ist selber schuld. Dann ist es selber schuld. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand den Sabbat halten will. Auch die Moslems halten ihr Ramadan. Aber ich bin selbst frei in dem Herrn. Ganz frei in dem Herrn. Da sagt Paulus deutlich, und jetzt möchte ich nicht in Einzelheiten reingehen. Lies mal Galaterbrief durch und den Römerbrief auch richtig mal durch, aber richtig mal ganz durch. Nicht nur zwei Verse, wo es geschrieben ist, das Gesetz ist gut, sondern auch weiter. Auch weiter, im Kontext alles. Wer das nicht versteht jetzt, da kann ich auch nicht weiterhelfen. Aber ich hoffe, dass viele haben es begriffen. Christus ist für uns gestorben. Aber durch seinen Tod hat Israel befreit von dem Gesetz des Mannes. Und er hat mit uns einen neuen Bund geschlossen. Und er sagt, Petrus, wenn ihr euch da mal erinnert und das Schiff kennt, ich gebe euch ein neues Gebot.
Jesus hat auch oft den Sabbat gebrochen. Als er mit seinen Jüngern durch die Ähren ging und die Jünger fingen an, die Ähren frei zu machen und sie zu essen, dann haben die Pharisäer, den Schriftgelehrten, ihn angegriffen und haben gesagt, wieso am Sabbat, sowas darf man nicht machen. So sagt es das Gesetz. Und Jesus dreht sich nicht um und sagt seinen Zwölfen, hey Leute, ich bin der Heiland, wieso macht ihr so eine Schweinerei? Nein, er verteidigt sie. Er verteidigt sie. Und Jesus sagt auch, ist der Menschensohn nicht Herr auch über den Sabbat? Er ist Herr über den Sabbat. Und in einer Ehe geht es so, in der anderen Ehe geht es so. Und wir leben in der Ehe mit dem Christus. Wir haben mit dem Judentum nichts zu tun. Die Juden sind für uns nur ein Zeichen der Zeit. Und wir mögen die Juden und lieben die Juden, weil sie der Augapfel Gottes war und ist. Sie wird wieder gewählt. Aber jetzt sind wir allesamt gleich. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wisst ihr, viele sagen, Jesus ist nicht Gott und Jesus war noch nicht und so weiter und so fort. Aber erinnert euch nur an eine Aussage. Die Pharisäer und Schriftgelehrte kommen zum Jesus und sagen, zeig uns den Vater. Zeig uns doch den Vater, wo ist er? Und Jesus, wisst ihr was er noch geantwortet hat? Solange bin ich bei euch. Zeigt mir den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wo ist dann der Unterschied? Wer mich sieht, sieht den Vater. Aber keiner kommt zum Vater, nur durch mich. Weil ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Gott ist auch die Wahrheit, aber Gott ist nicht der Weg. Gott ist der Planer, der Ausführer. Aber der einzige Weg ist nur Jesus Christus. Das, was uns Gott gegeben hat, weil er aus Gott ist. Gott ist weise. Er ist herrlich. Mit unserem kleinen Verstand werden wir es nie begreifen. Ich wünsche euch Gottes Segen, meine Lieben. Überdenkt nochmal, wollt ihr wirklich nach Mose Gesetz nachlaufen? Oder lieber nach dem neuen Bund, nach dem Gesetz der Liebe, der sagt nicht, du sollst, sondern er sagt, du darfst. Und ich sage in der neuen Bund, ich will dem Gott, der mich liebt, aus meinem ganzen Herzen lieben und dienen. Und wenn ich ihn liebe und diene, liebe ich auch meinen Nächsten. Und ich fühle das Gesetz tausendfach. Und Gott freut sich. Gott segne euch alle.